muss weg, das gehört nicht in die Zeit. Ja, zum Start der englischen Premier League-Saison letztes Jahr hatte ich die Idee, ein Buch zu schreiben über das Leben als Fan, in meinem Fall also vom Liverpool FC, was alles so passieren kann, wenn man dem Verein hinterherfährt, wenn man ihn begleitet. Und um überhaupt zu erklären, warum ich jetzt Liverpool-Fan geworden bin, musste ich natürlich auch ein bisschen von meiner Familiengeschichte erzählen. Und dann habe ich das mit Freude getan, sehr viel über meine englische Verwandtschaft berichtet, fand, dass das dann komisch wirkte, so alleine stehend, und bin dann auch sozusagen zu den Wurzeln zurück von dem deutschen Teil meiner Familie. Und insofern ist das am Ende ein völlig anderes Buch geworden, als was ich am Anfang vorhatte. Aber es ist mit totaler Leidenschaft und Liebe geschrieben worden. Und ich habe mich zwangsläufig in dieser Zeit auch mit Liverpools Musik auseinandergesetzt, speziell dem Merseybeat, also der Zeit, in der die Beatles entstanden sind. Habe den anderen davon vorgeschwärmt und so kam das, dass wir im Proberaum so ein paar Lieder aus dieser Zeit gespielt haben und alle einen unheimlichen Spaß dran bekommen haben. Und dann war plötzlich die Idee im Raum, wir nehmen eine neue Scheibe auf, Learning English, Lesson 3, Merseybeat, der Sound von Liverpool Anfang der 60er Jahre. Und das ist jetzt draus geworden. Mit einer großen Leichtigkeit und viel Spaß im Studio haben alle ständig grinsende Gesichter gehabt und es war wirklich eine tolle Zeit und jetzt freuen wir uns, dieses Ergebnis rauszuhauen. I loved all these songs anyway from the 60s and to be able to play them. I thought it was in the beginning, I thought, oh, what's this for an idea? And then it started to sound really good, so I'm really happy with it. Wir haben jetzt für die ganze Platte für Aufnahmen und Mischen 2 Wochen gebraucht, was wirklich schnell ist für uns. Und es macht einfach Spaß. Also da sind wirklich echte Perlen bei. Also mir auf jeden Fall hat es eine Menge Spaß gemacht, das zu tun. Try and save our romance, slow down.